Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi, und wir sind heute in Teil 1 von unserem Phönixtuch. Und zwar haben wir hier Geburt und Mauser, also das ist dieser Teil, den wir heute stricken. Das Ganze ist ein Knit-Along mit insgesamt 4 Teilen. Da kommen also noch Teile ran. Heute zeige ich euch, wie das gestrickt wird. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt dran und ich zeig's euch. Für euer Tuch braucht ihr natürlich Material. Ich habe als Wolle heute die Online Street Design Color. Die hat 75/25, ist also eine klassische Sockenwolle, die aber wirklich sehr, sehr schön weich ist, und die hat 210 Meter auf 50 Gramm. Davon braucht ihr insgesamt 4 Knäuel. Also sind das hier 840 Meter. Euch reichen aber auch insgesamt 700 Meter, wenn ihr ein anderes Material nehmt. Ihr könnt jedes Material eurer Wahl nehmen. Mindestens 700 Meter solltet ihr vorhalten. Dann verstricke ich das mit meiner Adi Novell in Nadelstärke 3,5. Und hier ist ein 80 cm Seil drauf. Und dann braucht ihr noch insgesamt 6 Maschenmarkierer. Und ich empfehle euch, 3 so und 3 so zu haben, also 3 unterschiedliche Maschenmarkierer, weil wir dort unterschiedlich zunehmen. Ist also gleich ein guter Grund, neue Maschenmarkierer zu kaufen. So, wenn wir das alles haben, können wir direkt loslegen. Und wir schlagen insgesamt 4 Maschen an. 1, 2, 3, und 4. So, die Maschenmarkierer können wir noch beiseite legen. Die haben jetzt noch Pause. Und unsere erste Reihe ist eine Rückreihe. So. Und da stricken wir alle Maschen, auch die Randmasche, links. So, also 4 Maschen links. Zack, geschafft. In der zweiten Reihe nehmen wir hier immer im Zwischenraum eine Masche aus dem Querfaden zu. Das heißt, wir machen aus 4 7 Maschen. Und ich stricke hier die Randmasche immer mit. Dann habe ich die erste Masche und dann gehe ich hier, ne, unter diesen kleinen Querfaden. Der ist, den nehme ich mir von hinten auf die Nadel, lasse die Nadel gleich drin und stricke den damit gleich verschränkt ab. Dann stricke ich die nächste Masche, zack. Und dann, ihr könnt das euch hier so ein bisschen mit den Fingernägeln auseinanderziehen, und da kommt euch dieser Querfaden entgegen. Da gehe ich von hinten drunter, leg den nach links und stricke das gleich ab. Und dann ist das eine verschränkte Masche. Die nächste Masche wieder rechts. So. Und hier ist der letzte, der ist ein bisschen schwer zu finden, den kriegen wir aber auch. Zack, rauf und zunehmen, und die letzte auch rechts. So, jetzt haben wir 7 Maschen, drehen das Ganze um und stricken die Rückreihe, alle Maschen, auch die Randmasche links. So, nächste Reihe, und hier verdoppeln wir auch wieder alle Maschen in den Zwischenräumen. Das heißt, wir nehmen jetzt insgesamt 6 Maschen zu. Also die erste rechts, dann uns hier wieder den Querfaden suchen, drunter gehen von hinten und direkt verschränkt abstricken. Nächste Masche rechts. Und hier, jetzt seht ihr, ist der Querfaden einfacher zu erkennen. Drunter gehen, rechts. Nächste Masche rechts. Und hier Querfaden nehmen und verschränkt abstricken. Nächste Masche rechts. Querfaden nehmen und verschränkt abstricken. Nächste Masche rechts. Querfaden nehmen und verschränkt abstricken. Nächste Masche rechts. Querfaden nehmen. Verschränkt abstricken. Und die letzte Masche rechts. Und dann haben wir jetzt hier
13 Maschen auf der Nadel insgesamt. So, in der nächsten Reihe stricken wir die ersten beiden Maschen links. So. Und dann alle mittleren Maschen bis zu den letzten beiden Maschen stricken wir rechts. Damit gibt es jetzt vorne eine Krausrippe. Und wir wollen hier zwei Randmaschen haben. Und deswegen stricken wir die zwei Randmaschen hinten wieder links. So. Damit haben wir hier unsere erste Krausrippe drin. Und jetzt geht's wieder los. Wir stricken jetzt die ersten beiden Maschen rechts. Zack. Und dann nehmen wir hier nach der zweiten Masche eine Masche aus dem Querfaden zu. Zack. Dann rechte Maschen bis zu den letzten beiden Maschen. So, da sind die letzten beiden Maschen. Und hier nehme ich auch wieder den Querfaden von hinten auf und stricke die rechts. So, und dann stricken wir die letzten beiden rechts. Und damit haben wir diese Reihe auch geschafft. So. Und zwar stricken wir jetzt hier in der Rückreihe alle Maschen wieder links. Wer möchte, kann die erste Masche, die Randmasche auch abheben. Ich stricke die jetzt an diesem Fall einfach mit. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Auch abheben sieht schön aus. Ich finde es aber auch schön, wenn die einfach mitgestrickt wird. So. Zack. Und alle Maschen links. So. Und jetzt kommen unsere Maschenmarkierer ins Spiel. Und zwar strickt ihr zwei Maschen rechts. Eins, zwei. Dann kommt hier am Rand unsere Zunahme aus dem Querfaden. So. Ups. Dann kommt hier am Rand unsere Zunahme aus dem Querfaden. So. Jetzt kommen zwei Maschen rechts. Eins, zwei. Und dann kommt der erste Maschenmarkierer rein. Zack. Und jetzt kommt hier hinter dem Maschenmarkierer unsere Zunahme aus dem Querfaden. So. Zack. Dann kommt eine Masche rechts. Und der nächste Maschenmarkierer rein. So. Und wieder eine Zunahme aus dem Querfaden. Von hinten drunter, zack, rein. Jetzt kommen zwei Maschen rechts, eins, zwei. Dann kommt unser Maschenmarkierer und wieder hinter dem Maschenmarkierer eine Zunahme aus dem Querfaden. So, jetzt ändert sich die Richtung. Jetzt kommt eine Masche rechts. Und jetzt machen wir hier die Zunahme aus dem Querfaden. Da könnt ihr auch von vorne drunter gehen, sich das hier drauflegen, ein bisschen nach vorne ziehen und dann von vorne abstricken, so dass der verschränkt ist. Das ist dann die Zunahme in die andere Richtung. Da wir das aber nicht so häufig machen, müssen wir das auch gar nicht so kompliziert machen. Wir können die ganze Zeit hier auch weiterhin auf die Art aus dem Querfaden zunehmen. Und jetzt kommt hinter der Zunahme unser nächster Maschenmarkierer. So, dann kommen zwei Maschen rechts, eine Zunahme. Ich mache die der Einfachheit halber auch ganz normal verschränkt. Zack. Und hinter der Zunahme kommt wieder der Maschenmarkierer. Hoppla. So. Dann kommt eine Masche rechts. Eine Zunahme,
und hier der Maschenmarkierer rein. Dann kommen zwei Maschen rechts. Und hier kommt auch wieder unsere Zunahme am Rand. So. Damit haben wir die Reihe erledigt. Und hier seht ihr, wir haben ja jetzt hier drei Maschenmarkierer. Bei denen haben wir vor dem Maschenmarkierer zugenommen. Und hier haben wir drei Maschenmarkierer, da haben wir hinter dem Maschenmarkierer zugenommen. Und deswegen sollt ihr unterschiedliche Maschenmarkierer nehmen, damit ihr das auseinanderhalten könnt. So, und jetzt geht's weiter. Hinten stricken wir zwei Maschen links. Zack. Dann kommt jetzt wieder eine Masche, die wir zunehmen. Und die nehmen wir rechts zu, denn die restlichen Maschen kommen hier wieder rechts. Also eine rechts verschränkt aus dem Querfaden. Und dann stricke ich rechte Maschen und hebe dabei immer schön die Maschenmarkierer über, bis vor die letzten beiden Maschen. So. Da sind unsere letzten beiden Maschen. Hier nehme ich noch eine Masche aus dem Querfaden zu und die letzten beiden Maschen stricke ich links. Damit haben wir all unsere Vorbereitungsreihen gestrickt und ihr seht schon, wenn wir das so ein bisschen auf der Nadel aufteilen, ne, seht ihr, wie sich das hier wölbt und wie das so eine schöne runde Form bekommt. So, das waren die Aufbaureihen und damit die Geburt unseres Phönixtuchs. Und weiter geht's mit den Wiederholungsreihen. So, unsere Wiederholungsreihen sind insgesamt vier Reihen, die ihr fortlaufend wiederholt. Und zwar Reihe 1. Zwei Maschen rechts. Ihr könnt die erste Masche, wenn ihr das wollt, auch abheben, wenn euch das leichter fällt. So. Dann wieder eine Zunahme aus dem Querfaden. Zack. Und dann rechte Maschen bis zwei Maschen vor dem Ende. Dabei heben wir alle Maschenmarkierer einfach nur über. Die interessieren uns jetzt an dieser Reihe nicht. So, da sind wir vor den letzten beiden Maschen und da nehmen wir wieder eine Masche aus dem Querfaden zu. Zack, rauf da, zunehmen und die letzten beiden Maschen rechts. Die Rückreihe stricken wir komplett links, also alle Maschen links. Das mache ich jetzt hier mal ganz schnell, das kriegt ihr auch ohne mich hin. Alle Maschen links und dabei alle Marker überheben. So, das war die Rückreihe und jetzt kommt die nächste Hinreihe und da sind wieder unsere Maschenmarkierer interessant. Und zwar stricken wir zwei Maschen rechts. Dann kommt hier unsere Zunahme am Rand, die wir also immer machen. Und jetzt stricken wir bis zum nächsten Maschenmarkierer hin. Zack. Und heben den Maschenmarkierer über und nehmen jetzt hier hinter dem Maschenmarkierer unsere Masche aus dem Querfaden zu. So, zack. Wieder bis zum nächsten Maschenmarkierer. Maschenmarkierer überheben und hinter dem Maschenmarkierer eine Masche zunehmen. Bis zum nächsten Maschenmarkierer hin, Maschenmarkierer überheben und hinter dem Maschenmarkierer eine Masche zunehmen. So, jetzt ändert sich die Zunahmerichtung. Jetzt nehmen wir vor dem Maschenmarkierer zu. Also einfach bis zum Maschenmarkierer hin und dann eine Masche zunehmen,
Zack, Maschenmarkierer überheben, bis zum nächsten Maschenmarkierer hin. Zack, eine Masche zunehmen. Zack, Maschenmarkierer überheben, bis zum nächsten Maschenmarkierer hin. Eine Masche zunehmen und Maschenmarkierer überheben. Jetzt bis vor die letzten zwei Maschen. Eine Masche zunehmen. Zack. Und die letzten beiden Maschen rechts. So. Und damit haben wir jetzt insgesamt 8 Maschen zugenommen. Dann geht das Ganze wieder in der 4. Wiederholungsreihe retour. Dafür stricken wir die ersten beiden links oder ihr hebt die erste ab. Das könnt ihr ja machen, wie ihr möchtet. So. Und jetzt kommt wieder eine Zunahme aus dem Querfaden. Das ist nämlich die Reihe, in der ich hier in der Rückreihe zunehme. Und wenn wir in der Rückreihe zunehmen, dann habt ihr euch bestimmt schon gemerkt, das haben wir schon zweimal gemacht, werden dann alle Maschen in der Mitte rechts gestrickt für unsere Krausrippe vorne. Und dafür hebt ihr die Maschenmarkierer einfach nur über und strickt hier rechte Maschen bis vor die letzten zwei Maschen. Hier sind unsere letzten beiden Maschen und da nehmen wir noch eine Masche aus dem Querfaden zu. Tada! Und die letzten beiden stricken wir links. Und das sind unsere 4 Reihen aus der Mauser, die ihr jetzt fortlaufend wiederholt. Ihr seht also, dass sich dieses Tüchlein jetzt hier wölbt und genau das soll es machen, genau das soll es tun. Diese 4 Reihen, die ich euch gerade gezeigt habe, heißen in der schriftlichen Anleitung die Mauser. Und da nehmt ihr in der ersten Reihe einmal hinter den ersten zwei Maschen und einmal vor den letzten zwei Maschen zu. Die Rückreihe wird komplett links gestrickt. Und dann in Reihe 3, also der zweiten Hinreihe, nehmt ihr an 8 Stellen zu, und zwar hier vorne nach den 2 Randmaschen, dann hinter den 3 Maschenmarkierern, dann vor den 3 Maschenmarkierern und vor den letzten 2 Maschen. Und auf der Rückreihe davon strickt ihr die ersten beiden Maschen links, dann eine Zunahme, alle Maschen rechts bis zu den letzten 2 Maschen, eine Zunahme und die letzten 2 Maschen links. Das sind die 4 Reihen, die ihr jetzt fortlaufend wiederholt, bis ihr 20 bis maximal 25% eures Garns verbraucht habt. Also wirklich, wer einen begrenzten Wollvorrat hat, der hält sich so an die 20 bis maximal 22%. Und dann reicht die Wolle auch bis zum Schluss. Und ihr endet mit einer Reihe 4. Da gibt es aber eine Besonderheit. Und wie das geht, das zeige ich euch, wenn wir uns hier wiedersehen und wenn ihr eure 20% verstrickt habt. So, da sind wir wieder. Und ich bin in der Rückreihe in Reihe 4. Und in Reihe 4 entfernen wir alle Maschenmarkierer. Ich habe hier die ersten 2 Maschenmarkierer schon entfernt. Die sind also schon weg. Ich bin beim 3. Maschenmarkierer auf der Rückreihe. Den kann ich jetzt schon mal rausnehmen. Und wir wollen uns jetzt hier die Mittelmasche markieren. Das heißt, ich zähle jetzt einfach mal, wie viele Maschen ich hier habe. Das ist übrigens immer eine ungerade Zahl. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ihr habt definitiv mehr, denn euer Tuch ist ja größer. Ich zeige euch das hier, wie gesagt, in der Miniatur. Von 19 sind es insgesamt 9 Maschen, also 2x9 ist 18. Ne? Das heißt, wir müssen uns die 10. Masche markieren. Und das machen wir jetzt einfach auch. Und zwar zähle ich dabei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 und hier ist die 10. Masche und ich lege diesmal, da nehmt ihr einen Maschenmarkierer, den ihr öffnen könnt, den Maschenmarkierer sozusagen über die Masche drüber, damit wir uns diese Masche markieren. So, komm her, du kleines Schwein, da bist du. So, also der Maschenmarkierer liegt hier über dieser Masche drüber, damit wir die Masche dann auch wiederfinden. Die brauchen wir nämlich zu Teil 2. Und jetzt stricken wir hier unsere Reihe fix zu Ende. Und, na, jetzt will er nicht. Und dabei entfernen wir gleich alle restlichen Maschenmarkierer mit. So, und hier hinten machen wir natürlich auch wieder unsere Zunahme. Also so, wie wir das die ganze Zeit gemacht haben. Die ganz normale Reihe 4 und dann die letzten beiden Maschen links. Zack, kann ich das aus meinem Ring aushängen. So, und so, nur größer sieht euer Phönix jetzt aus. Ne, ihr habt jetzt hier also einen etwas größeren Halbmond mit ein bisschen mehr Tiefe. Und das ist Teil 1 von unserem Phönixtuch. Ne, wenn wir uns das so rum angucken. So, und so sieht also Teil 1 von unserem Phönix jetzt aus. Bei euch ist der natürlich größer. Die Mittelmasche ist markiert. Weiter geht es nächste Woche mit Teil 2. Da kommen dann die Flügel dran. Das ist aber der Teil von nächster Woche. Ihr habt diese Woche mit diesem Teil erstmal gut zu tun. Und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn eben so ist, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Empfehlt mich gerne weiter. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.